So, guten Abend nochmal, mal wieder. Ja, wird heute eine bayerische Runde. Gerade ein bisschen. Außer das letzte Bier, das ist dann woanders her. Aber nachdem ich jetzt gerade schon zwei Biere aus dem Freistaat hatte, jetzt kommt das dritte. Wir bleiben jetzt diesmal aber bei der gleichen Brauerei. Nämlich wieder bei Kamba Bavaria. Und haben hier den Masturbator, einen Doppelbock. Genau. 8,5 Umdrehungen. Machen wir gleich mal auf. So. Schlüssel mal weg und dann gießen wir das Ganze mal ein. Oh. Das hat eine interessante Farbe. Der hat eine interessante Farbe, das Backline hier. Da kommt ja dann Amberfarben daher. Ja, leicht rötlich. Amberfarben. Schöne Farbe hat er. Gefällt mir. Wunderschön. So, dann geben wir mal der Nase eine Chance. Ja, da kommt Malz ordentlich. Eine betörende Süße. Riecht auf jeden Fall angenehm. Probieren wir das mal. Oh ja. Da ist richtig. Eine Power malzig. Powerige Malzigkeit. Powerig. Neues Wort. Eine Malzpower. Mit bocktypischer Süße, die so ein bisschen anklingt. Aber da merkt man, den merkt man schon den Alkohol an. Aber doch, ja, mit gutem Mund, schöne Farbe. Es ist halt, das ist so richtig kein so, ja, hey, Daily to Use Bier, sondern das, ja, kann man sich schon mal gönnen. Ist jetzt kein Stilvertreter, der irgendwie krass außergewöhnlich ist, abgesehen von der Farbe. Aber durchaus lecker. Macht Spaß, schönes Bier.